Wir haben da draußen derzeit 26 Hektar Weidefläche zusammenhängend und das ist aufgeteilt in 4 Weiden, haben auch 4 Gruppen von Tieren und in dieser Gruppe hier, die hat jetzt einen Zugang zur Weide von ungefähr 10 Hektar. Ein Teil der Tiere sind aber schon zu Hause und der Rest, der soll jetzt, darf jetzt nach Hause fahren. Also auf die 10 Hektar haben wir ungefähr 14 Kühe und die zugehörigen Kälber. In der Zeit waren sie schon ein bisschen nervös, haben sich gegenseitig ein bisschen angesprungen. Also es ist schon ein Verhalten, das jetzt ein Stier zum Beispiel oder so aufspringt. Also das ist nicht so ganz üblich. Sie haben schon ein bisschen Stress ist es schon. Ja, ja, also das ist eine ungewohnte Situation. Das passiert ja nur jedes Jahr einmal. Die Kühe sind natürlich die gefährlichsten. Die Kälber. Kälber sind die gefährlichsten. Also das kann sein, dass sich da ein Kalb einfach mal ausschlagt oder irgendwie über den Haufen rennt. Da muss man aufpassen. Kühe sind vergleichsweise harmlos. Durch Stier ist sowieso der Preis. Der Stier macht am wenigsten Probleme. Wie lange haben die da bleiben dürfen? Die kommen raus im April oder Anfang Mai und werden jetzt Ende Oktober oder im November heimgefahren. Dieses Jahr ist es ja wunderbar, weil es so schön trocken ist, weil auch noch Gras heraus ist. Wir hätten es auch noch ein paar Tage herauslassen können. Aber die Witterung ist jetzt so schön, man kann so schön arbeiten. Da haben wir gesagt, jetzt tun wir es heim. Aber sie sind auf jeden Fall über ein halbes Jahr auf der Weide. Nur auf der Weide, ohne jegliche Zufütterung. Außer heute ein bisschen Lockfutter, Heu. Das erste Mal, dass sie Heu sehen seit April. Sonst kriegen sie nur Gras und Salzlecksteine, weil sie brauchen ein Salz. Wie lange bleiben die bei den Kühen? Die Kälber bleiben bei der Mutter bis ungefähr 6-8 Wochen vor dem Kalben. Da die relativ spät gekalbt haben, erst im März, April, also Ende des Winters, bleiben die Kälber jetzt auf jeden Fall noch bis nach Weihnachten dabei. Mhm. Weil die kommen jetzt heim, die Kälber bleiben bei den Kühen, der Stier kommt weg. Mhm. Und die Kälber haben jetzt noch die Möglichkeit, daheim sich auf das neue Futter umzustellen, aber gleichzeitig noch bei der Mutter zu sein, das reduziert den Stress. Und dann nach Weihnachten, irgendwann im Januar, wenn wir dann die Kälber absetzen, wie man das nennt, von der Kuh wegnehmen. Und dann hat die Kuh so 6-8 Wochen Ruhezeit vom neuen Kalb. Da wird sie dann auch geimpft, Mutterschutzimpfung, damit sie gute Gene oder gute Immunoglobuline aufbaut, die dann wieder das Kalb versorgen. Und das heißt, wie viele Monate bleibt die Kälber bei den Kühen? Die Kälber sind mindestens, die sind jetzt 10 Monate bei den Kühen. 10 Monate? 10 Monate. 9, 10 Monate. Ich bin der Max Keinz. Wir sind jetzt hier am Rinderhof. Den Rinderhof, den habe ich 2001 gepachtet. Der war angeboten worden, den zu pachten. Der Stall, den wir jetzt hier sehen, der war damals noch ganz neu, war erst 2 Winter lang belegt. Und der eine oder andere mag sich daran erinnern, dass damals ja diese sogenannte ESE-Krise war. 2000, 2001 und mein Verpächter hat dann eben dann, kann man sagen, das Handtuch geschmissen,
hat gesagt, er macht nicht mehr, und krank ist er auch geworden, und dann ist mir dieser Betrieb zum Pachten angeboten. Und ich habe den Betrieb dann gepachtet, damals waren 377 Tiere da auf dem Betrieb, also ein großer Betrieb. Ich habe dann gleich mal Schwungtiere verkauft, um ein bisschen mehr Platz zu machen, um die Tiere ein bisschen mehr Platz zu geben. Und damals waren schon diese Rasse, da, die man jetzt auch hier heute sieht, die Limousin, braune Tiere, die Rasse stammt aus Frankreich, und ist eine Fleischrasse, also nicht für Milchgewinnung geeignet, sondern die Milch ist für die Kälber da, und die Kälber sollen dann kräftig wachsen, sollen ein schönes Fleisch geben, schöne Fleischstücke, und das auch gut schmeckt, und dafür sind diese Tiere da. 2005 habe ich dann also eine Kalkulation gemacht zu den damaligen Preisen und der damaligen Situation und habe gesehen, dass diese Rinderhaltung, wie ich sie hier betreibe, eigentlich finanziell nicht sehr lukrativ ist. Man hat ja doch eine Menge Stress damit, eine Menge Arbeit, man muss jeden Tag in den Stall gehen, zumindest im Winter, wenn die Tiere im Stall sind, jeden Tag in den Stall gehen, es kommen Kälber zur Welt. Es kann manchmal Komplikationen geben bei der Geburt, das ist nicht ganz ausgeschlossen. Jedes Kalb muss seine Mutter finden, muss saufen lernen und muss schauen, dass das Kalb dann auch diese Phase, wo sie sehr leicht krank werden können, Durchfall, Grippe kriegen können, dass sie überstehen. Und da muss die Kuh eben wieder trächtig werden. Und das ist schon, ja, und da muss ich jeden Tag drum kümmern. Das ist schon viel Arbeit und manchmal auch mit Schmerzen verbunden. Wenn man sich Tage, manchmal Wochen um ein Kalb kümmert und dann stirbt es trotzdem, dann ist es schon, es geht einem schon ans Herz. Also habe ich gesagt, für diesen Aufwand eigentlich kaum oder ganz wenig Geld zu verdienen, ich bin in kein vernünftigen Verhältnis. Und ich habe dann auch eine Lösung gesucht, wo man vielleicht mit der höheren Fleischqualität, mit dem, das ist jetzt 13 Jahre her, 2005, damals war diese Grillwelle und diese Fleischqualitätswelle erst so ein bisschen im Anrollen. Und dann haben wir da gedacht, okay, die Leute, die ein schönes Stück Fleisch haben wollen, wo gehen die eigentlich hin, wo bedienen sich die, welche Rasse steht da zur Verfügung. Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, habe wieder umgeschaut, auf die Idee gekommen, diese japanischen Rinder, diese Wagyu, mich mit denen zu beschäftigen. Ich war dann 2005 in Australien, in der Westholm Farm, und war damals außerhalb Japans eigentlich die größten Wagyu-Halter. Die haben aber kein Tiermaterial, auch kein Sperma rausgegeben. Und habe aber dann schon den Entschluss gefasst, dass wir in der Richtung gehen. Dann haben wir dann 2007 zu meinem 50. Geburtstag mir einen Wagyu-Stier geschenkt. Damals hat es in Deutschland erst einen Wagyu-Halter gegeben, und ich habe mich dann in Holland einen Stier gekauft. Deshalb zum Geburtstag, weil ich einfach nicht wusste, ob das finanziell sinnvoll sein kann. Also es ein bisschen eine verrückte Idee war. Da habe ich gesagt, okay, den schenke mal was Schönes zum Geburtstag. Wenn es nicht funktioniert, dann war es halt ein Geburtstagsgeschenk. Und wenn es funktioniert, dann war es eine sinnvolle Investition. Max, grüß dich! Ah, grüß dich, Toni. Schön, dass du mich vergessen hast. Wunderbar, gut geht's. Toni, ich brauche doch mal wieder eins von deinen wirklich wunderschönen Wagyu. Ja, die haben jetzt alle in der Box drin. Also dein Ochsen drin und Vollmann. Kannst du einen aussagen? Ja, ich hätte schon gern wieder so Ochsen. Das letzte Mal war wirklich, die Qualität war sagenhaft gut. Die Kunden sind begeistert davon. Kann ich dir ehrlich sagen, also ich kann mir das gut vorstellen. Allerdings fast alle Halter sagen genau das Gegenteil. Die sagen, die Herren müssen weg, weil damit die Viecher sich nicht verletzen können, weil es für mich nicht mehr gefährlich ist, weil die ganze Sache ruhiger läuft. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht genau umgekehrt ist, ja. Und irgendwie müssen die Kerne einen Sinn haben. Sonst hätten sie die Viecher. Nein, es schaut da einfach und, schön aus. Und ich schaue das aus, wenn du nachher so ein schwarzes Viech mit so einem hellen Horn und die Hornspitzen sind dunkel. Das ist doch herrlich, oder? Ja, das ist doch ein wunderschöner Stier, gell? Wie alt ist jetzt der? Ja, der ist jetzt schon über 3 Jahre alt. 3 Jahre? Also ich habe da Versuche gemacht und habe festgestellt, wenn die Viecher, so wie die Limousin, die werden mit so 2 Jahren geschlachtet,
oder ein bisschen über 2 Jahre, wenn sie so jung sind, dann haben sie einfach die Marmorierung nicht und die Qualität nicht, ja, die ich mir vorgestellt habe. Ja. Nein, 3 Jahre sollten es mindestens sein. Ist einfach. So, wenn ich jetzt da herkomme und wo man den nachher aussuche, ist ein wunderschönes Tier. Und du sagst, den kriege ich, bin ich begeistert. Und ich weiß auch, dass ich super Qualität von dir kriege. Du kannst es jedes Mal aussuchen und so genau die Mächte. Ja, so erstes Jahr. Also, warum kriegst du den? Nein, es gibt ein paar, die haben genetisch nicht so veranlagt. Nein, die brauchen natürlich die absolute Anlasse. Das ist klar. Drei Hähnchen, wenn das getrocknet, das hängt dann ja mindestens 6 Wochen, teilweise 8 Wochen drin. Ich lasse meine Kunden immer probieren. Ich schneide ein Carpaccio runter, das ist Salz und Pfeffer drauf und lasse die roh probieren. Gerade fast vor. Ich bin so begeistert, das ist einfach ein Schauen. Es macht Spaß, das Fleisch zu haben. Ich bin wirklich froh, dass ich die als Kunden habe, weil so einfach war das nicht. Das war ja zufällig durch einen Kunden, der zu mir reingekommen ist und hat gesagt, wo habt ihr eure Wagen? Dann habe ich gesagt, wo meine her? Und hat gesagt, schaut einmal ein Kenzel Hobo, der hat Bio. Und jetzt einmal mit dem. Ich war schon mal dort, der hat schöne Bio. Und so bin ich zu dir gekommen. Das ist so ein Zufall, gell? Ja, ich mache nicht direkte Werbung. Also ich habe ja einen relativ großen Hof, relativ viel Fläche und kann mich jetzt um die Detailvermarktung nicht so kümmern. Und umso begeisterter bin ich eigentlich, dass du mich gefunden hast und dann mal schön zusammenarbeiten können. Und mir gefällt es natürlich auch, dass du das Fleisch so rausstellst und das wertschätzt. Das mag ich auch, weil man muss sich schon sagen, ich tue mit 3 Jahren ab. Erst einmal, bis es auf der Weide ist, bis es findet, man muss es jeden Tag, man muss es siegeln, mindestens 2 Mal beim Fuhren. Also ich siegle das, ja, 700.000 Mal siegle das und kümmere mich dann. Und da mag ich natürlich schon, dass dann hinterher der Kunde, der Metzger und der Kunde, dann das auch wertschätzt und ich auch einen Genuss davon habe. Top-Qualität, ganz ist klar. So, jetzt habe ich noch eine Freude für dich, ich habe dir eine Weide mitgebracht, die bringe ich dir gleich. Wunderbar. Und dann habe ich noch eine Bitte an dich. Ein paar von deinen guten Kartoffeln, was ich